Brooklyn, Samstagnacht. Reguläre Arbeitszeit für Sticky Doja. Ursprünglich Philipp Lemke, ein Aachener Junge. Die Mescaleria La Milagrosa, eine kleine, aber feine Adresse im New Yorker Clubleben, betritt man durch eine Kühlschranktür. Phil lebt erst seit 4 Jahren in New York. Er brachte seinen guten Ruf aus Deutschland mit und erobert jetzt die amerikanischen Clubs. Da es hier mit Quatschen schwierig ist, verabreden wir uns dort, wo er lebt, im südlichen Manhattan, im Village. Wow, da hast du mal eine Aussicht. Warum nennt man es hier Village? Das Viertel ist so ein bisschen entschleunigt. Mhm. Also es ist nicht ganz so, wie man es sonst von New York kennt. Hier gibt es auch klare Regelungen, wie hoch gebaut werden darf. Deswegen ist es hier auch relativ flach. Es ist relativ europäisch. Hier sieht man auch, wie sehr sich die Stadt verändert. Viele Läden machen dicht. Ende der 90er war dort ein Laden namens Fat Beats. Das war das Epizentrum für Hip-Hop in Amerika. Dann war es ein Staples und jetzt ist da gar nichts mehr, weil eben die Immobilienpreise auch zu teuer sind. Aber das ist Wahnsinn. Das heißt, du schaust von hier eigentlich auf ein Stück Hip-Hop-Geschichte für dich als... Sozusagen. Es ist völlig bizarr für mich auch noch stellenweise, weil ich hätte mir das nie träumen lassen. Also als ich irgendwie nach dem Abi 1997 in diesem Laden war und da Tage verbracht habe und geguckt habe, wer kommt rein und Mixtapes von DJs bekommen habe und so. Und das war natürlich für mich auch dann, als ich wieder in Aachen war, davon habe ich jahrelang gezehrt. Phil lebt mit seiner Freundin auf der Christopher Street. Die Ecke ist besonders bekannt für die historischen Kämpfe der schwulen Szene. Phil ist viel unterwegs, nicht nur in Manhattan, regelmäßig geht's auch nach Brooklyn. Mittlerweile auch ein teures Pflaster. Doch noch immer herrscht hier ein anderer, etwas alternativer Geist. Phil arbeitet unter anderem bei Human Head Records, Treffpunkt für viele DJs, dem Topladen für Schallplattenjäger. Phil kümmert sich vorwiegend um Singles. Ich wusste sofort, als ich hier rein bin, so, das ist mein Lieblingsladen in New York. Also einfach das so, die Menschlichkeit, wie die Leute hier agiert haben, der Besitzer Travis, super Typ. Und dann bin ich immer hierher und dann hat er mich irgendwann gefragt, so, hey, willst du nicht für uns arbeiten? Wie schwierig ist es, in New York über die Runden zu kommen? Braucht man mehrere Jobs? Also man muss hier sehr hart, ich sag mal dreimal so hart arbeiten wie woanders und kriegt dann aber nur die Hälfte an Geld sozusagen. Und man sollte schon irgendwie bereit sein, eben viele verschiedene Dinge zu tun. Und das machen auch die meisten hier. Und wie einfach ist es, in dieser Stadt zu starten, also sich ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen? Wie lief das bei dir ab? Naja, als ich hierher bin, ich bin ohne festen Job gekommen. Hier ist etwas einfacher, weil einem die Leute eher mal zuhören und gucken, was man denn so kann. Und bin zu Clubs gegangen und hab mich vorgestellt und hab gesagt, ich möchte hier auflegen. Mhm. Und dann haben eben Leute gesagt, ja, okay. Aber warum muss es New York sein? Hättest du das nicht auch in NRW haben können, in einem Plattenladen arbeiten, auflegen? New York ist die Geburtsstadt. Hier kommt ein großer Teil der DJ-Kultur her. Hier kommen die Kulturen zusammen. Mhm. Hier kommen jamaikanische Soundsystem-Kultur mit Soul-Musik, mit Funk-Musik. Das mischt sich dann mit Salsa, mit lateinamerikanischer Musik, die hier in dieser Stadt geboren ist. Es ist wirklich dieser buchstäbliche Schmelztiegel. Mhm. Das findet man auch nur hier auf diesem Level. Es gibt einiges, was man wohl nur hier findet. Dazu gehört auch eine weitere Arbeitsstelle von Phil. Sie liegt in Brooklyn, zwischen Greenpoint und Williamsburg, auf einer ehemaligen Brache mit Blick auf die Skyline von Manhattan. Das Lot Radio. 2 Container und Musik rund um die Uhr. Hier? Yep, hier. Das ist das Lot Radio. Vor 2 Jahren gegründet von einem Belgier, der vorher für die Vereinten Nationen gearbeitet hat und dann sich gedacht hat, ich muss jetzt hier was mit Musik machen. Er hat dieses Land gesehen, es lag brach. Und mittlerweile ist es hier eine wichtige Institution geworden in Brooklyn. Das ist dann aber so typisch New York. Einfach, ich sehe was und zack, mache ich's. Genau. Das hat auch so ein bisschen gefehlt, aber hier kann man es eben machen. Okay, in Aachen oder in Düsseldorf ist es wahrscheinlich nicht so easy. Schwieriger. Phil legt hier alle 2 Wochen 2 Stunden auf, wechselt sich ab mit seinem DJ-Kumpel Sean Dubb. Hey, come on. Records Before Rent heißt ihre Show und darin spielen sie ihre frischen LP-Funde, quasi ihre Jagdbeute. Wo würdest du dich musikalisch einordnen? Das Fundament immer Hip-Hop, da komme ich her. Aber durch Hip-Hop habe ich eben auch ganz viele andere Musikstile kennen und lieben gelernt. Und technisch, was ist dein Handwerk?
Das klassische Hip-Hop-Handwerk, also Scratchen, Backspins, mit Platten richtig arbeiten, also die Platten anfassen, schnellere Mixe machen, all das hilft natürlich dann auch in anderen Musikstilen. Was würdest du sagen, ist karrieremäßig das absolute Highlight bisher in deiner Zeit in New York? Eins der Highlights war sicherlich auch ein Auftritt mit Q-Tip, einer der Hip-Hop-Urväter. Und das war natürlich für mich ein großer Moment, als Junge aus Aachen dann mit ihm auf der Bühne zu stehen und er so, ja, jetzt komm, mach du mal weiter. Das war großartig. Legendärer Abend für dich. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich mir vor 5 Jahren auch noch nicht so träumen lassen. Okay, was spielst du als nächstes? Muss mal gucken, ich muss noch eine raussuchen. Big shout out to West Art, ARD, WDR in the house.